Guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Outriders. Ich bin ja mal gespannt, ob diese Folge heute pünktlich kommt. Ja, wir haben es 16:20 Uhr. Mal schauen. Laut meinen Berechnungen müsste das aber eigentlich alles hinhauen, trotz dessen, dass ich jetzt noch Resident Evil hochlade. Müsste eigentlich alles passen. Wenn das nicht passt, dann tut mir das furchtbar leid. Entschuldigt bitte. Aber ihr kennt ja mein Outriders-Problem. Ja, genau. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Dinge. Orkst. Da ist Orkst. Hier ist Orkst. Orkst redet nicht mit uns. Orkst betet nur das Fleisch an. Wir haben hier alles abgeschlossen im Wald und wir könnten eigentlich schon mit dem Jakob weiterreisen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Fantastisch. Einfach fantastisch. Ich weiß, es war keine Magie, aber wie soll man es sonst nennen? Ja, also das ist der Zahedi-Mann. Den Zahedi-Mann kennen wir schon. Der hat eine Quest für uns, aber wir schauen erstmal ganz schnell in unsere Ausrüstung rein. Wir haben sehr viel Zeug dabei. Scheinbar war ich letzte Folge sehr faul. Okay, wir müssen erstmal in unsere Ausrüstung Ich habe hineingucken. das Gefühl, viel mehr und doch so viel weniger zu wissen als noch vor ein paar Tagen. Sehr verwirrend. Ja, du bist sehr verwirrend, Mr. Zahedi-Mann. Gut, also, das hier hat mich schon gewundert. Das sieht aus wie, als ob die einfach nur die Hände eingefärbt haben. Also jetzt sieht es auch schon so aus. Oh. Eruption, was haben wir hier drin? Verzehrendes Feuer. Ich weiß noch nicht. Okay, hier haben wir Schnulli. Schnulli, das benutze ich auch nicht. Und das auch benutze ich auch auf gar keinen Fall. Das, nö. 4000 haben wir hier. Nee, unsere ist besser. Schnulli. Schnulli. Okay, wir haben sehr viel Schnulli. So, haben wir hier noch. Auch hier haben wir auch Schnulli. 2800. Doch 2800. Strieger. Ja, Strigoi. Strieger, ja, es ist sehr cool, Strieger, aber. Pff, du. Kann ich eigentlich die beiden kleinen machen hier? Bringen mir ja eh nichts. Machen wir das einfach mal, oder? So, kurzer Prozess hier. Wahrscheinlich war das jetzt scheiße, aber das ist gar kein Problem. So, was haben wir hier? Was haben wir hier mit der zu schaffen? Die könnte man mal gucken, was mit der passiert, wenn man die aufladen. Okay, gut. Hier, das würde ich eben halt gern. Die könnten wir aber noch hoch machen. Die hat schon 27. Okay, also meine Waffe. Zahidi, Mann, ich bin bereit. Ich würde gerne meine Waffe hochstufen und meine Handschuhe. Aber wir schauen jetzt erstes mal nach den Handschuhen, weil wir die ja gerade in Benutzung haben. Stufenaufstieg. 15. Okay, was würde das bringen? 1044. Wäre besser als die. Aber wenn wir das hier erhöhen, siehst du, 2 Minuten aufgenommen, schon muss ich husten. 4088. Ah. Wir machen das mal. Das ist 27. Ich glaube, da die können wir nicht höher. Nee, geht nicht. Seltenheit verbessern. Das können wir auch nicht machen. Aber ja. Okay, wir haben jetzt diese Waffe. Können wir die vielleicht Attribute erhöhen? Oh, Heilung halten. Ja. Was haben wir ausgetauscht? Die hier haben wir ausgetauscht. Okay, dann würde ich gern die Ausrüstung modifizieren. Rang 2. Wir haben jetzt hier.
echt bei den anderen immer Rang 1 drin. Das könnte natürlich auch sein. 8 Sekunden. Und diese nur 4 Sekunden. Egal. Gucken wir einfach mal. Was habe ich hier drin? Hier habe ich auch die Zweier drin. Und hier habe ich auch die Zweier drin. Ja, passt doch. Was habe ich... Oh, verdammt, tut mir leid. Ich war zu schnell. Ich habe mich verklickt. Sag mal. Hier das mit diesen Patschefötchen, das ist ja, das ist noch so ein Problem, ne? Ach, ich wollte doch sie hier angucken. Ach nee, haben wir schon. Amoklauf, Kilches erhöhen für die Waffe Schaden. Kritische Schüsse verbrauchen keine Munition. Gehirnfrass. Ausrüstung modifizieren. Okay, Rang 2. Blutung. Asche-Effekt. Das hier würde ich gerne in das zweite reintun. So. Okay. Gut. Läuft, oder? Wir tauschen das mal schnell aus und benutzen dann den Zahedi-Mann als unseren Questgeber. Das hier lassen wir nochmal. Ja. Hier, das wollte ich austauschen gegen das. Gut, wir haben wieder kein Titan, ist gar kein Problem. Wir holen uns jetzt was bei Zahidis Quest. Hast du eine Theorie, was August im Tempel gemacht hat? Ich überlege noch. Aber selbst wenn ich eine hätte replizieren, könnte ich... Warte. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Stimmt nicht. Du bist August nämlich ähnlicher als uns allen. Deine Kräfte, sie manifestieren sich auf brachialere Weise, aber zweifellos hast du eine gewisse Kontrolle über die Anomalie. Du glaubst, ich kann diesen großen Obelisken aktivieren, so wie August? Nein, aber was Bailey auch getan hat, hat ihn wohl beschädigt. Jedoch muss es noch mehr Obelisken geben in den Ruinen. Vielleicht kannst du sie finden? Ja, klar. Ich versuch's. Versprechen kann ich nichts. Tatsächlich, jemand hat voll die lackierten Fingernägel. Konntest du schon einen weiteren Obelisken finden? Sternchen, ach so, mit ihm können wir weiterreisen. Okay, dann geht's los hier. Dann suchen wir jetzt mal die alten Ruinen und suchen Obelisken. Obelisken, so, wo sind die denn? Hier oben müssen wir hin, dann gehen wir mal schnell hier hin. Oh, wir suchen erstmal die Obelisken und danach gehen wir natürlich auf die Jagd. Wir haben schon lange nichts mehr für die Buchfrau gefunden. Für Madame Buchfrau. Ich laufe in die falsche Richtung. Oh, hier ist schon gesucht. Und jetzt los. Sehen, wie deine Kräfte mit ihm interagieren. Und du glaubst, das wird gut ausgehen? Na, einer von uns muss ja positiv denken. Also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob das gut ausgehen wird, weil ich habe jetzt sehr lange keine Outriders mehr gespielt. Und irgendwie will er auch dahin nicht hingehen. Hallo? Entschuldigung? Ach so, wir dürfen nicht in die Ritze. Krabbeln nicht in die Ritze, das bringt nichts. Okay, gut, mal ganz kurz gucken. Ah, okay, alles klar. Wir machen nochmal diesen hier. So. Oh, durchquere die Ruine. Hier haben wir... Oh. Okay. Nee, warte mal. So. Wieso brennt er nicht? Verdammte Kacke. Jetzt brennt er endlich. Ma, kommt er einfach hergerannt. Hä? Wieso ist die Waffe so schlecht? Ist die so schlecht? Hä? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die so schlecht ist. Oh, da hinten kommt ein Böser angestolpert.
Was das denn? Oh, nein! Meine Dingsbums ist kaputt. Ich dachte überhaupt niemand. Oh Gott. Wisst ihr, was jetzt gleich passieren würde? Ich werde gleich wieder meine Weltstufe verlieren. Weil ich nicht hinkriege. Komm hoch. Endlich habe ich ihn mal getroffen, ey. So. Gut. Da oben wartet noch einer. Okay, gut. Ich will nur mal schnell meine Zeug aufladen. So. Gehen wir mal weiter. Oh, da kommt einer angerannt. Hä? Wo ist denn der? Trifft er mich auf jeden Fall. Okay, gut. Finde einen Obelisken. Ja, aber... Ich wollte schon sagen, das war doch noch nicht alles hier. Hier oben haben wir wieder... Ach du Heilige, was ist denn hier los? Oh. Okay. Oh, der hier. Gibt es irgendjemanden? Ja. Öffne die Tür. Ach ja, das ging aber jetzt, das lief aber gut jetzt, muss ich sagen. Verwundert mich sogar etwas. Haben wir hier überhaupt? Ach, Magier. Die hat sogar Magier hier. Ich glaube, wir sind in einem Fantasy-Roman hängen geblieben. Okay. Aber. Hä? Das sind doch gar nicht Orks und seine Typis, das sind doch alles Männchen. Waren wir schon mal hier? Waren wir vielleicht schon mal hier und die Menschleins wissen das gar nicht? Wow. Sieht voll schön aus. Okay, nehme natürlich beides mit. Was haben wir hier? Eine Opferschale. Oder eine Taufschale. Oh. So. So, so, so. Das hätten wir. Jetzt sind wir da hinten lang. Da gibt es aber auch was zum... Ja. Kamen wir von hier? Ich glaube schon, gell? Mhm. Irgendwie jetzt Statuen verändert, ich weiß auch nicht. Gut, dann öffnen wir mal die Tür. Hä?
Wie geht das denn? Wir haben doch 5 Finger und nicht nur 4. Wie konnten wir denn bitte das Tor jetzt öffnen? Was ist hier los? Ist hier keiner? Wo sind wir überhaupt? Sind wir hier? Alte Mächte. Glaube ich schon, dass wir da sind. Hallo. Ach, wir müssen rechts hoch. Oh, guck mal, Stargate. Das ist ja wie bei Returnal. Wo es ein bisschen großes Stargate. Wie bei Returnal. Sind wir hier? Hier steht ein Obelisk. Aber ja. Oh Gott, ey. Lausen, du redest wieder viel zu leise. Merkst du es eigentlich noch? Oh, kommst denn du her? Bäm. Voll geil. Du stirbst auch noch schnell. Und hier kommen irgendwelche. Oh! Hallo, Mrs. Ich hab sie ja gar nicht gesehen. Das war auch knapp jetzt. Was ist hier los? Das war aber knapp. Also irgendwas ist jetzt gerade passiert. Weil ich bin ja eigentlich gestorben. Ach, wir haben doch diese komische Fähigkeit. Stimmt. Hier ist eine Bank. Ich würde mich gerne auf die Bank setzen, bitte. Nein? Keine Bank? Okay. Keine Bank. Ich soll den Obelisken untersuchen. Ich glaube nicht, dass das so gut ist, ehrlich gesagt. Da kommt da bestimmt gleich voll der Mega-Endgegner. Sollen wir hier eigentlich schon weitergehen? Ich glaube nicht. Wir gehen gleich mal den Obelisken untersuchen. Sollen wir das direkt mal machen? Nicht, dass ich hier wieder irgendwas aus... Überlebe den Überfall. Was? Wo denn? Oh. Überlebe den Überfall. Das ist aber krass jetzt hier. Ich weiß ja nicht, was hier los ist, aber irgendwas ist hier los. Sag mal, wieso sind die so schnell? Alter. Finde einen Obelisken. Ja, soll man das alles nochmal machen hier, oder was? Prima. Unsere Weltstube ist schon wieder hinüber. Hier steht ein Obelisk. Ich sag, sie stürzen da nicht endlich. Ach da! Hey! Oh! Boah, die sind voll stark! Kommen die Amazonen! Alter, was ist denn los? Die sind voll aggro. Ich hab so das Gefühl, er will nicht. Oh doch, da ist er. Okay. PlayStation knackt schon wieder. Beknackt. Oh, da ist er. Okay, jetzt untersuchen wir mal den doofen Obelisken. Aber wir müssen garantiert... Ja, überlege den Überfall. Jetzt geht's nämlich ab hier. Ich brauche Abstand.
Hallo? Von wo kommen sie? Links? Der lebt doch immer noch. Wo kommt denn der her? Gott. Nein. Oh, der lebt ja immer noch. Oh. Oh. Okay, Angsthase sein ist sehr gut. Sie haben es verstanden. Dann befriedige ich mal besser Sahidis Neugier. Oh, untersuche den Obelisken. Nee, warte mal ganz kurz, bitte. Ah, du Heilige, ey. Oh, von hier kamen die? Hier ist ja gar nichts. Das ist Gras gewesen, wo ich nicht durchlaufen konnte. Hier kamen die scheinbar auch her. Wohnen die hier schon, die Rebellen? Ist es möglich, dass die sich hier schon ihr Haus aufgebaut haben? Und leben wollen hier? Toll. Naja, gut. Dann machen wir erstmal das hier fertig und dann suchen wir mal unsere Kiste. Ach nee, mit dem Interagieren. Nee, wir holen erstmal uns da oben die Kiste. Bevor wir mit dem Interagieren. Wo sollten wir eigentlich auch interagieren? Bei irgendeinem Spiel? Ach, bei Biomuttern. Da interagieren wir auch schon die ganze Zeit. Gut, jetzt können wir mal hier interagieren gehen. Das ist eine Blume. Die wollte ich mir gern irgendwo hinstellen. Okay, wir interagieren mal. Wer willst? Was ist? Er fing an zu leuchten. Hat mich erwischt. Wow, dann gab es eine Reaktion. Ja, eine ziemlich heftige. Du musst noch einen finden und testen, ob es wieder zu einer Reaktion kommt. Ja, das klingt nach einem echt miesen Plan. Bitte, Outrider, für die Wissenschaft. Der sagt doch nicht mal Klaus. Hallo, wir heißen Klaus, wir haben einen Namen. Wir sind nicht einfach nur eine Zahl. Wo ist denn der Nächste? Hier ist auch noch einer. Ach was, okay. Dann reisen wir mal dahin. Wir sind da, wo ist er? Vorn. Na, das wird interessant. Ja, ich glaube auch. Warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Hä? Warte mal. Hier ist doch irgendwo einer, oder? Ach, hier ist er. Oh, ich kann doch nicht. Der fällt ihm auch nicht mehr ein, oder?
Können wir mit dem interagieren vielleicht? Ach, der ist gar nicht gemeint. Ich würde gerne mit dem interagieren. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Mit was? Mit wem sollen wir denn jetzt interagieren? Mit welchem Ding? Na, das wird interessant. Ja, na Klaus. Finde einen weiteren Obelisk. Wir gehen mal hier geradeaus und gucken mal, was hier abgeht, okay? Hä? Ach, hier! Oh, sag mal. So. Zum Beobachten. Ach was. Mister. Das bringt ja überhaupt nichts. Na, na, na. Wieso lebst denn du auf einmal hier? Oh, die haben hier aber schön gebaut. Okay, unser nächster Obelisk ist also bei einem Viech. Hallo, ich bin da. So, geht doch. So. Klaus sieht ein bisschen aus wie der Klöckner von Notre Dame. Oh. Ist aber schön. Das sage ich hier im Wald immer, oder? Im Wald ist immer schön. Geht's denn hier hin? Ich will da reingucken. Ach du Heiliger. Wollen wir wissen hier. Komm ich wieder zurück. Wo ist denn der Baum? Hier ist der Baum. Perforo Alpha. Bitte sterben Sie jetzt. Wir sollen den Weg freiräumen. Auf. Oh. Oh. Sieht aus, ob der da hinten an dem gekaut hat. Was ist denn da hier los, ey? Oh. Keine Kiste, aber das geht auch. So. Oh, da hängt auch was. Ja. Also ich glaube, mit Kisten haben sie es nicht so, die Kreaturen. Läuft der Gute. Ach doch, hier ist eine Kiste. Ich schieße die Beine weg. Zumindest wenn ich sie treffe. Finde einen weiteren Obelisken. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen heute die Folge ein bisschen, also sie ist ja Standardlänge eigentlich, weil ich natürlich hoffe, dass die noch pünktlich erscheint. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, einen guten Start ins Wochenende. Bleibt gesund und morgen geht's weiter, dann schauen wir mal hier um die Ecke, was hier für ein Obelisk auf uns wartet und welches Tierchen hier auf uns wartet. Vermutlich das, was wir vorhin schon angeschossen haben, was das auch nichts gebracht hat. Also, bis dann. Tschüss.